Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sind der AfD sehr dankbar für die Vorlage Ihrer Anträge, mit denen Sie die Profite der deutschen Rüstungsindustrie voranbringen möchten. Jetzt kann es jeder nachlesen. Die AfD ist mitnichten Friedenspartei, wie Sie es der Öffentlichkeit immer glauben machen wollen, sondern ein Lobbyverein, der, wie es in Ihrem Antrag heißt, ich zitiere, stark vernachlässigten Rüstungsindustrie in Deutschland, Zitat Ende. Nehmen wir einmal die Firma Rheinmetall, die größte Waffenschmiede ihrer angeblich stark vernachlässigten Rüstungsindustrie. Der Aktienwert, der hat sich seit der sogenannten Zeitenwende-Rede des SPD-Bundeskanzlers Olaf Scholz verfünffacht auf heute über 480 Euro pro Aktie. Die jährliche Dividende hat sich seitdem verdreifacht, bezahlt alles von deutschen Steuerzahlern. Doch das reicht der AfD offensichtlich nicht. Um die Profite der Waffenschmieden noch weiter zu steigern, wollen sie jetzt de facto alle Ausfuhrbeschränkungen für Rüstungsexporte aufheben, das heißt den Tod exportieren, auf Teufel komm raus, egal wohin, egal an wen, Hauptsache die Kasse klingelt. Und liebe Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kaufmann aus der AfD-Fraktion? Nein, nach meiner Rede kann er das. Nebenbei erfährt man, dass der AfD die gigantischen jährlichen deutschen Rüstungsausgaben von 90 Milliarden nach NATO-Kriterien noch zu gering sind. Und nach dem heutigen Tag können Sie sich jedenfalls mit Fug und Recht umbenennen. Sie sind keine Alternative für Deutschland. Sie sind die Altpartei der Rüstungsindustrie in Deutschland. Sie sorgen sich nicht um die Menschen in Deutschland. Sie sorgen sich um die Profite von Rheinmetall und Co., für die die Bürger mit ihren Steuergeldern teuer zahlen sollen. Ihre Anträge heißen nämlich übersetzt weniger Geld für Bildung, weniger Geld für Gesundheit, weniger Geld für Infrastruktur in Deutschland, dafür noch mehr Geld für den militärisch-industriellen Komplex. Wir als Bündnis Sahra Wagenknecht lehnen diese militaristischen Anträge entschieden ab auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Vielen Dank.